Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video zum Thema SWOT-Analyse und in diesem kurzen Video nochmal die Anwendung SWOT-Analyse und der sogenannte SWOT-Optionengenerator. Was hat der auf sich und warum macht man diesen SWOT-Optionengenerator? In diesem zweiten Video, ich bin gebeten worden, an einem praktischen Beispiel, mal die SWOT-Analyse und den SWOT-Optionengenerator mal ganz kurz zu zeigen, wie ich den in der Praxis anwende, weil es eine ganz, ganz tolle Sache ist. Ausführlichere Videos findet ihr auf meinem YouTube-Channel zu diesem Thema in dem Bereich Marketing Management oder Marketing Reloaded. Und da habe ich in der Analysephase nach der Makro- und Mikroumwelt, habe ich euch dann eben auch hier die SWOT-Analyse und den SWOT-Optionengenerator als Präsentation, als vertonte Präsentation vorgestellt. Und hier will ich es noch einmal ganz kurz durchspielen, damit man das einfach mal sieht. Wenn man das einmal verstanden hat, ist es eigentlich eine ganz einfache Sache. Also ich habe jetzt hier ganz einfach, gekommen sind wir, ihr erinnert euch, aus dieser Makroumwelt und aus der Mikroumwelt. Und wir haben überprüft, welche Chancen und Risiken gibt es aus der Makroumwelt und welche Chancen und Risiken müssen wir praktisch beachten. Wir haben jetzt einen Case uns vorgenommen, wir sind Immobilienmakler und wir wollen in Zukunft im Rahmen der Digitalisierung unser Marketing, unseren Vertrieb verbessern. Wir wollen überlegen, wie können wir unsere Bedarfsgruppen in einer immer digitaleren Welt in Zukunft optimal bedienen. Wie können wir die Produkte optimal verkaufen und den optimalen Service und die optimale Kundennähe bieten im Rahmen dieser digitalen Veränderungen. Und hier ist eben die SWOT-Analyse und der SWOT-Optionengenerator ein sehr, sehr schönes Hilfstool, das uns hier ganz, ganz schnell einen guten Überblick bekommt. Ich zeige euch das nochmal. In dem letzten Video haben wir uns gemeinsam das erarbeitet. Wir haben also die Punkte durchgespielt, Gesellschaft und Technologie. Und wir haben uns überlegt, was sind denn aus dieser Makroumwelt, was sind denn da die Chancen und Risiken, die da kommen können? Und wir haben festgestellt, na gut, es gibt einen Punkt, und dieser eine Punkt ist das Internet, das ist, dass die Leute im Internet suchen, 62.000 pro Sekunde allein bei der Suchmaschine Google. Und wir haben ja gelernt von Karl Kratz, wir haben ungefähr 120.000 Suchsysteme, alternative Suchsysteme allein zu Google. Also ein sehr interessantes Feld. Aber wir haben festgestellt, der Trend und die Nutzung der Technologie unserer Bedarfsgruppen, der Menschen, der Konsumenten, und das sind letztendlich ja auch wir sind daran gewöhnt, im Internet zu suchen. Wir vertrauen Suchmaschinen, wir recherchieren selbstständig, was natürlich die Maklerarbeit in Zukunft sehr, sehr, sehr schwierig machen wird, weil wir natürlich als Menschen, als Konsumenten eben diese Transparenz erkennen und per Mausklick oder per Wisch relativ schnell uns die Informationen zusammenstellen können. Also eine Chance ist vielleicht auf diese Internet, auf den Trend, dass wir internetaffin sind, wir Menschen, dass wir im Internet suchen, ist eine Chance eben auf diesen Zug aufzuspringen. Es könnte aber auch ein Risiko sein, dass eben diese Online-Suchsysteme und die Vergleichsportale immer intelligenter werden, Stichwort Artificial Intelligence. Und das könnte natürlich für uns als Immobilienmakler ein sehr, sehr großes Problem werden. Mit Blick jetzt auf unsere Beratung, was sollen wir in Zukunft beraten, was sollen wir recherchieren, wenn uns diese intelligenten Suchsysteme einfach überlegen sind, und wo ist unsere Nische als Berater und wo müssen wir in Zukunft besser sein als eine Suchmaschine oder als ein Online-Beratungssystem. Und dann haben wir gesagt, schauen wir natürlich bei diesem Punkt, schauen wir an, wie gut sind wir denn, welche Stärken weisen wir jetzt in diesem Feld auf, in dieser Online-Welt, sind wir digital ready oder haben wir da eben große Schwächen? Und mit dieser Information gehe ich jetzt praktisch, ich tue mal da unten her, werde es dann nachher nochmal aufgreifen. Und jetzt, so sammeln wir alle Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen. Ich schlage euch immer vor, macht immer drei. Sucht immer drei Chancen, 1, 2, 3. Sucht die drei größten Risiken, 1, 2, 3. Und sucht die drei größten Stärken, die ihr habt. Und sucht die drei größten Schwächen, die ihr habt. Analysiert es einfach, recherchiert es. Aber ehrlich, also nicht selbst in die Tasche lügen, sondern einfach ehrlich hinschreiben. Wenn ihr diese Informationen recherchiert habt, dann macht ihr einfach vier Quadranten. 1, 2, 3, 4. Auf der linken Seite habt ihr eure Stärken, eben Stärke 1, 2, 3. Und ihr habt eure Schwächen schonungslos aufskizziert. Schwäche 1, Schwäche 2, Schwäche 3. Und hier oben die größten Chancen und Risiken, die ihr erkannt habt. Chance 1, Chance 2, Chance 3. Risiko 1, Risiko 2 und Risiko 3. Jetzt nehmt ihr einfach
aus eurer Liste, das kann eine Excel-Tabelle sein, das kann an die Wand gezeichnet sein, übernehmt jetzt einfach diese Punkte heraus, die ihr habt, und übertragt sie einfach in diese vier Felder Matrix. Also, was wir herausgefunden haben als Chance, ich habe es jetzt hier mal hingeschrieben, Internet, damit gemeint ist der Trend, den wir in der Gesellschaft erkannt haben, der Trend, dass Menschen immer mehr im Internet recherchieren. Und wir sagen, das könnte natürlich jetzt für uns eine große Chance sein. Was können wir daraus machen? Das nächste, was wir herausgefunden haben, das habe ich ja noch eingetragen und dann lasse ich es, weil sonst dauert das Ganze zu lang. Die Leute sind nicht nur im Internet, sondern sie sind always on. Und sie sind always on, weil sie ständig ihr Handy dabei haben. Also wir haben, die Leute sind internetaffin, suchen im Internet, vertrauen der Internetrecherche. Und der nächste Punkt, sie sind immer mobil, das heißt, sie sind immer erreichbar. Es ist eine ganz andere Veränderung, das sehe ich aber eher als Chance. Ja? Und so könnte man weitermachen. Jetzt lassen wir mal dieses Spiel durchgehen. Als nächstes habe ich ja hier die Stärken gesammelt. Jetzt habe ich zum Beispiel gesammelt in meiner ersten Liste, das, was ich euch ja schon mal gezeigt habe. Ich habe jetzt gesammelt und habe herausgefunden, dass wir hier eine gute Stärke haben. Das heißt, für den Fall, dass wir jetzt hier eine gute Stärke haben, schreibe ich das hier rein und sage, online haben wir eine gute Stärke. Eine unserer Stärken ist, wir sind digital ready, wir sind digitalisiert. Wir haben diesen Sprung als Immobilienmakler schon gemacht, diesen Weg sind wir schon gegangen und wir bauen immer mehr intelligentere Systeme auf und schieben uns in diese digitale Welt und wir tun das schon, wir sind schon dabei, wir messen das auch, ob das Erfolg macht und wir verbinden online und offline und wir sind dabei. Dann wäre das eine Chance. So, das heißt, ich würde jetzt in meinem Optionengenerator kombiniere ich, und ich habe euch die Kombinationen damals in meine Präsentation, aber auch hier nochmal hingeschrieben. Ja. Ich kombiniere jetzt, und ihr seht, das ist ganz schön viel Arbeit, aber nicht so schlimm, das ist an einem Vormittag erledigt. Ich kombiniere also die Chance Nummer 1 mit meiner Stärke Nummer 1. Also ich mache nichts anderes als die Chance Nummer 1 mit meiner Stärke Nummer 1 zu kombinieren. Und dann schreibe ich mir auf und sage, okay, Menschen suchen immer mehr im Internet und wir sind dabei, weil wir sind digital ready. Wir haben das, wir sind dabei, wir schieben uns rein, wir wissen, wo wir hingehen, wir kennen unsere Leute, wir kennen die Personas, wir kennen die Touchpoints, an denen wir unbedingt präsent sein müssen und wir erreichen unsere Kunden und wir bieten ihnen eine große Kundennähe, weil wir digital ready sind. Okay, dann würde ich als nächsten Punkt, würde ich dann weitergehen und würde sagen, okay, jetzt spiele ich die Chance Nummer 1 durch mit unserer Stärke Nummer 2. Stärke Nummer 2 könnte jetzt sein, also wenn wir hier digital ready sind, könnte jetzt die Stärke Nummer 2 sein, dass wir sagen, wir haben auch noch gute Online-Marketer. Wir betreiben ein gutes Online-Marketing. Also wir sind fähig, wir wissen, wo müssen wir unsere Anzeigen schalten. Wir wissen, auf welche Portale wir gehen. Wir wissen, wie Google AdWords funktioniert. Wir wissen, wie Google Display-Netzwerk funktioniert. Wir können aber auch in Facebook spielen. Wir sind eben, eine große Stärke ist, wir sind auch in den Social-Media-Kanälen vertreten, wie Facebook, wie Snapchat etc. etc. Das heißt, und so spiele ich das durch. Chance, die Menschen verändern sich immer mehr zum Internet, Menschen werden immer digitaler, Menschen suchen immer mehr im Internet. Das kombiniere ich mit, wir sind online ready. Sehr gut, weitermachen. Wir sind Stärke Nummer 2, wir beherrschen die Online-Werbung, passt auch zu diesem Trend, zu dieser Entwicklung. Und Stärke 3 ist, wir haben sogar eigene Leute für Facebook, die Social Media beherrschen. Wir schalten den Social Media Anzeigen, wir schalten Canvas Anzeigen, wir schalten hauptsächlich Videos, weil das Social Media Netzwerk in Zukunft immer mehr in die Videowelt gehen wird. Und wir haben hier unsere Stärken. So, das heißt dann, wenn ich diese Dinge kombiniere, weiß ich schon, wohin müssen wir denn in Zukunft gehen und was sollen wir tun. Jetzt habe ich als zweiten Trend vielleicht erkannt, die Welt wird immer mobiler, mobile first. Die Leute gehen nicht mehr an den PC, sondern die Leute haben ihr Handy oder ihr Tablet dabei, meistens ihr Mobile Device, also meistens ihr Handy. Und jetzt überprüfe ich auch wieder die Chance Nummer 2 mit meiner Stärke. Ja, mobile, diese Herausforderung stemmen wir, weil wir sind digital ready.
Mobile, das stemmen wir. Wir wissen, wie wir online auf Online-Geräten und wie wir unsere Anzeigen auf Online durch sogenannte Enhanced Campaigns, wie wir Anzeigen ausspielen können mobile. Wir sagen, wir wissen ganz genau, zu welcher Uhrzeit, das haben wir getestet, die Anzeige rausgeht. Wir wissen, wann, wir wissen, in welcher Größe. Wir können auch einstellen, ob das erscheint, die Anzeige, zum Beispiel die AdWords-Anzeige. Erscheint sie auf dem PC von 9 Uhr bis um 12 Uhr? Erscheint sie auf dem Mobile von 7 Uhr bis 9 Uhr oder am Abends? Oder erscheint sie auf dem Tablet? Erscheint sie auf iPhone, auf Android? Also wir können dieses Mobile-Spiel spielen. Wir nutzen auch WhatsApp und andere schnelle Techniken. Und wir können auch Livestreaming machen, weil die Leute ja immer always on und mobile sind. Mobile kombiniert mit der nächsten Stärke Facebook. Klar, Mobile lebt von Social-Media-Kanälen. Auch hier sind wir in der Lage. Das heißt, die Kombination dieser Möglichkeiten ergeben mir dann eine sogenannte Option. Ich kann sagen, okay, und da spiele ich die ganzen Kombinationen durch. Denkt dran, manchmal ergeben diese Kombinationen, weil sie ja willkürlich zusammentreffen, je nachdem, wann ihr wo was reingeschrieben habt, manchmal ergeben sie Sinn, manchmal ergeben sie keinen Sinn. Der Witz von dieser ganzen Szenariotechnik ist, ihr sollt einfach diese Sachen kombinieren und dann sagt er, okay, in diesem Quadranten, wenn ich Chancen und Stärken miteinander kombiniere, habe ich am Schluss eine Liste und ich sage, okay, wir müssen das und das sind wir gut, aber das sollten wir noch ein bisschen ausbauen. Hier sind wir gut, das müssen wir beibehalten, das müssen wir ausbauen. Also ich habe schon ein paar Optionen, darum heißt es ja Optionengenerator, was ich jetzt in diesen Kombinationsfeldern tun soll. Und das Gleiche mache ich dann mit Chancen und Schwächen. Es kann ja sein, dass ich eben nicht digital ready bin. Dann sage ich, okay, die Chance ist vielleicht das Internet. Da trennt die Leute, wandern ins Internet, die Leute informieren sich im Internet, die Leute sind mobil, die sind da und da unterwegs. Die Menschen sind digital. Schwäche ist, diesen Sprung haben wir als Unternehmen, als Makler noch nicht geschafft. Wir sind noch im Print verhaftet, wir drucken noch unsere Exposés, wir machen noch Anzeigen in Zeitschriften, in Zeitungen, wo die Zielgruppen und die Bedarfsgruppen langsam eben wegsterben. Wir gehen vielleicht noch ins Lokalfernsehen, junge Menschen fernsehen nicht mehr, der Trend verändert sich etc. etc. Das heißt, wir sind nicht digital ready, obwohl unsere Bedarfsgruppe dort an diesen Touchpoints ist. Und wir sind nicht an den Customer Touchpoints, wir haben nicht die Tools dazu, wir haben nicht das Know-how dazu und wir haben einen Grafiker, der nicht in der Lage ist, das zu machen, weil er eben einem Print-Exposé nach wie vor verhaftet ist und er vielleicht Anzeigen in einem Magazin und in einer Zeitung und in der Lokalausgabe schalten kann, aber unsere Grafiker sind nicht in der Lage, Bewegtbilder, Videos etc. zu erstellen und diese Dinge in das Internet und in das Online-Marketing-Spielfeld einzubringen. Das heißt, wir sind also von den Optionen, wissen wir, und schon habe ich einen Optionenplan und sage, Kinder, kombinieren wir diese Entwicklungen jetzt mit Blick auf die Chancen, die sich ergeben und mit Blick auf unsere Schwächen, dann haben wir hier einen schönen Optionengenerator. Wir wissen, wir müssen hier endlich mal eine Online-Abteilung aufbauen. Wir müssen schauen, dass wir Online-Marketing beherrschen. Wir müssen schauen, dass wir mehr Movies machen. Wir müssen in die Social-Media-Kanäle eingehen. Wir müssen eine eigene Facebook-Seite aufbauen. Wir sollten uns so Sachen wie Snapchat etc., die für die Immobilienbranche und nochmal vielleicht für ein neues, junges Klientel, die diese Tools ja täglich nutzen, in dieses Spielfeld müssen wir uns einbringen. Und so habe ich hier einen sehr, sehr, sehr schönen Maßnahmenplan. Ich weiß, welche Optionen ich jetzt habe und in der Strategie, im nächsten Schritt, im Marketingmanagement, wenn wir dann in die Strategie gehen und sagen, was ist unser Ziel, was ist unsere Zielgruppe, Klammer auf Bedarfsgruppe und wie wollen wir uns in Zukunft in dieser Zielgruppe positionieren, das ist praktisch meine Vorarbeit mit diesem Optionengenerator. Also ich glaube so in Verbindung auch mit, schaut euch die andere Präsentation hier auf meinem Channel nochmal an, die beiden zu den SWOT-Analysen bei dem Marketing-Management-Prozess. Ich glaube, ihr habt jetzt die Systematik verstanden. Denkt nochmal dran, Chancen und Risiken. Das sind die Dinge aus der Makroumwelt, das sind Entwicklungen, das sind Trends, das sind Megatrends, das sind Dinge, die auf uns zukommen.
die wir leider nicht im Griff haben. Ihr könnt es nur auf dem Radar haben, aber ihr könnt Chancen und Risiken nicht ihr könnt sie nicht beeinflussen. Aber ihr müsst darauf reagieren. Das ist das Wichtige und deswegen skizziert euch die hier rein. Was ihr wohl, sehr wohl beeinflussen könnt, ist eben eure Stärken und Schwächen mit Blick auf direkte und indirekte Wettbewerber. Also mit Blick, wenn wir das Beispiel Immobilienmakler durchspielen, eure Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Immobilienmaklern oder, das wären dann direkte Wettbewerber, oder aber indirekte Wettbewerber, das sind Portale oder ganz andere Systeme, die vielleicht in Zukunft noch kommen und das Maklergeschäft komplett überflüssig machen. Stichwort Airbnb, Stichwort Taxi, Uber. Also denkt daran, und da ist das irgendeine schöne Szenariotechnik, mit der ihr euch relativ schnell selbst einen Überblick verschaffen könnt. Vielleicht habt ihr erkannt, Risiko. Ein Risiko aus der Makroumwelt, rechtliche Vorschriften. Es haben sich rechtliche Vorschriften für den Makler verändert. Die Leute wollen das sicher haben. Es sind rechtliche Vorschriften, die ihr erfüllen müsst. Und da ist genau der gleiche Punkt. Ja, jetzt müsst ihr eben schauen und ihr müsst sagen, das Risiko, rechtliche Veränderungen, haben wir dazu Stärken. Und ihr habt natürlich dann eure Stärkenliste und dann vergleicht ihr und sagt, na klar, rechtliche Veränderungen als Risiko, Stärke, wir sind up to date, was rechtlich ist. Das heißt, das funktioniert bei uns. Vielleicht sollten wir auch für neue rechtliche Verordnungen praktisch unsere Leute noch zertifizieren und auf Lehrgänge schicken. Oder das Risiko Alter. Wir haben festgestellt, die Zielgruppe wird immer älter. Das heißt, die Jungen, die vielleicht ganz andere Anforderungen stellen als Ältere, werden, Blick jetzt auf Wohnraum, werden immer weniger. Unsere Städte, Urbanisierungen wird sich verändern. Wir haben immer mehr alte Leute. Was bedeutet das für unsere Angebote als Immobilienmakler? Was bedeutet das überhaupt für die ganze Art und Weise zu wohnen, Wohnungen anzumieten, in Häusern zu wohnen, sich in Städten vielleicht zu versorgen? Wie kauft man ein? Wie wird das Einkaufsverhalten sein? Also das Risikoalter jetzt gesehen für euer Vorhaben kann natürlich auch dann wieder eine Chance sein, dass ihr sagt, naja, das Risikoalter, das haben wir schon voll im Griff, weil wir das und das machen. Also beide Welten können natürlich auftauchen. Wichtig ist, solltet ihr in diesem Szenario erkennen, dass bestimmte Risiken und ihr habt für diese Risiken die Stärken und ihr seid gut dabei, dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr diese Entwicklungen in Zukunft haltet und absichert und sagt, naja, da sind wir schon gut, vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen was ergänzen und hier noch ein bisschen ausbauen, aber im Grunde in diesem Quadranten Risiken und Stärken, hier müssen wir absichern. Naja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Ende. Das Schlimmste, was euch passieren kann oder wo ihr wirklich achten müsst, ist Risiken, die aus der Gesellschaft, die aus der Makroumwelt kommen. Also Makroumwelt ist ja mehr als Gesellschaft. Denkt dran, Makroumwelt ist Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, Technologie, technologische Veränderungen, Technologien, Disruption, wirtschaftliche Situation und Umwelt. Das sind die Risiken, die ihr auf dem Radar haben müsst. Nehmt euch die für euch am gefährlichsten scheinenden Risiken raus, schreibt die, tragt die hier ein und kombiniert die eben, wie gesagt, mit euren Stärken und Schwächen. Und die gefährlichste Kombination ist, Risiken hier erkannt zu haben. Und jetzt habt ihr ganz ehrlich eure Schwächen da hingeschrieben und dann müsst ihr eben versuchen, diesen Quadranten des Worst-Case-Szenario, das, was hier passiert in dieser Kombination, das müsst ihr unbedingt meiden und ihr müsst euch dann eben sagen, okay, wie können wir, wenn wir die Risiken und unsere Schwächen anschauen, was müssen wir tun, dass wir auf alle Fälle in Zukunft nicht in diese Falle tappen. Also ich glaube, damit habe ich das recht gut euch hoffentlich erklärt. Solltet ihr noch Fragen haben, ihr könnt mich gerne wieder anrufen. Die Telefonnummer steht auch unten in dem Video. Ihr könnt aber auch gerne die anderen Videos auf dem YouTube-Channel euch angucken. Und ich denke, dann wird es klarer. Und in der Kombination mit dem kleinen Ding hier, jetzt am Beispiel der Immobilienmakler, denke ich, müsste das machbar sein. Durchgespielt, jetzt für den Überblick, habe ich es mit 3 Chancen, mit 3 Risiken, mit 3 Stärken, mit 3 Schwächen. Ihr könnt es natürlich viel größer machen oder solltet es im ersten Schuss größer machen. Und schaut, schreibt eure Stärken eben hin, die ihr habt. Aber jetzt nicht, und bei den Stärken müsst ihr euch natürlich überlegen und bei den Stärken und Schwächen, müsst ihr natürlich überlegen, schaut euch das in dem anderen Video an, da habe ich euch eine Stärken-Schwächen-Analyse auch rein. Überlegt euch,
Stärken und Schwächen worüber? Ja, Stärken und Schwächen des Vertriebs, Stärken und Schwächen eurer Digital Readiness, Stärken und Schwächen eurer Werbung, Stärken und Schwächen der Kundenerlebnisse, die ihr bietet, Stärken und Schwächen eurer eigenen Finanzierung, Stärken und Schwächen eurer Infrastruktur, da wo ihr seid, Stärken und Schwächen von euren Märkten, in denen ihr drin seid, etc. etc. Immer mit Blick auf direkte und indirekte Wettbewerber und sucht euch, bleibt immer auf dem Radar und sucht euch die Chancen und Risiken raus, die diese veränderte oder die sich schnell veränderte Welt einfach mitbringt. Denkt dran, Chancen und Risiken könnt ihr selber nicht verändern, keiner von uns. Ihr könnt sie auf dem Radar haben, damit ihr da nicht reintappt. Und Stärken und Schwächen könnt ihr ständig eben optimieren. Ihr könnt eure Stärken ausbauen. Und sobald ihr irgendwo Kombinationen erkennt, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir Schwächen, die für diese Entwicklungen da oben noch gravierender sind, dann macht ihr in diesen Kombinationen eben unbedingt ein Aufbauen und steigt dann ein. Also für unser Beispiel, wenn ihr eben noch nicht digital ready seid, wenn ihr eben dieses digitale Spielfeld noch nicht beherrscht und immer noch in der traditionellen Printwerbung verhaftet seid, dann macht euch, munitioniert euch hier auf alle Fälle auf und denkt daran, alles was digitalisiert wird oder werden kann, wird in Zukunft digitalisiert und diese Entwicklung wird vor keinem Immobilienmakler, vor keinem Anwalt, vor keinem Diagnosearzt etc. 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 Halt machen. Also überlegt euch, was macht dich oder überlegt dir, was macht dich digital ready, was macht dich nicht austauschbar. Und so, damit habe ich jetzt in zwei Videos euch kurz die Vorgehensweise einer SWOT-Analyse beschrieben. Ich hoffe, es reicht aus und ihr seid in der Lage, jetzt das auch für eure eigenen Projekte zu machen. Jetzt habe ich 21 Minuten eurer kostbaren Aufmerksamkeit und Zeit geraubt, aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und ja, solltet ihr Fragen haben, schreibt mich einfach an. Solche kleinen Kurzerklärungen sind schnell erstellt und auch nicht besonders aufwendig. Aber vielleicht hilft es euch ja und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der SWOT-Analyse und bei eurem eigenen SWOT-Optionen-Generator. Alles Gute, euer Karl-Peter. Tschüss, ciao.